warum ich mit dem Bagger hier ein Loch gegraben habe und hier im Gemüsegarten und was alte Fotos damit zu tun haben, von dem Hof, wie er früher es ausgeschaut hat, das erfahrt ihr alles in dem Video. Ich gehe nämlich heute auf Spurensuche. Bleibt's dran. Wir sind gerade am Holzmachen dabei, das heißt Brennholz. Wir schneiden jetzt die hier alle klein auf so 30 cm, so ungefähr. Jonas hilft mir. Das ist die Attica BWS 700N Säge. Mit der säge ich es und dann tue ich sie hier in den Anhänger rein, das Gesägte. Fahre es mit dem Traktor hinters Haus, zeige ich euch später, und tue es in die IBC-Container rein. Das macht sich eigentlich ganz gut, wenn ich das so mache. Und das hier müssen wir alles dann spalten, das ist danach dran. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mal mit, zeige euch das Ganze, wie es ich mache. Das 700er Sägeblatt hat die Säge, ich weiß gar nicht, wie viel kW hatten die, steht das irgendwo? 4,5 kW ist das die Leistung, 16 Ampere, ja genau. Ja. Und Jonas ist fleißig und hilft mir. Ja. Und ja, schauen wir, was wir heute schaffen. Wo habe ich meine Handschuhe hingelegt? Die habe ich irgendwo reingelegt. Die brauche ich noch. Hier habe ich es hingelegt. Ah, siehst, vergesslich bin ich ja gleich. Und du übst schon mal mit Bodybuilding, oder? Ja. Solltest dann größer nehmen. So. Okay. Was haben eine Kreissäge und Klopapier gemeinsam? Wenn man nicht aufpasst, sind die Finger im Arsch. Safety first, immer ein bisschen auf die Finger achten und immer mit Verstand an die Maschinen rangehen. Also ihr seht schon, das geht ruckzuck mit einer Wippkreissäge. Ich favorisiere da übrigens, falls man die Möglichkeit hat, die Starkstrom-Variante. Die ist einfach günstiger. Wenn ich mir das mal so ausrechne, 4,5 kW hat die Säge, 30 Cent ist das, sagen wir mal, ein Stromverbrauch, dann kostet es in der Stunde 1,35 Euro. Das ist natürlich nicht viel. Da kann sich jetzt jeder einen Dieselpreis ausrechnen, was eine Stunde Traktor kostet, was braucht der Traktor in der Stunde. Ich glaube, der Enno hat einmal ein Video drüber gemacht, was sein Traktor mit seiner Wippkreissäge braucht. Ja, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Das hier ist übrigens alles Sturmholz, das habe ich 2022 habe ich das gekauft, da ging bei uns in der Gegend starker Sturm über Moosburg, Nandelstadt und die ganze Gegend runter. Es hat massig Bäume umgehaut, die Leute waren froh, als das Holz weggehabt haben und das Holz war natürlich dementsprechend günstig, das waren jetzt, da hat es ganze Wälder umgehaut, ganze, ja da stand fast nichts mehr von einem, wo ich das gekauft habe, der hat ein paar Hektar Wald gehabt. Ich glaube, mittlerweile hat er von ein paar Hektar Wald nur noch ein Hektar, hat er gesagt, übrig, der Rest war alles Kahlschlag. Jetzt muss man mal freiräumen hier mal. Stopft ziemlich schnell. So. Auf den Anhänger bekomme ich übrigens so einen halben Steher drauf. Das heißt, ich brauche zwei Anhänger, zwei komplett volle Anhänger, um meine Gitterbox, meine IBC-Gitterbox voll zu befüllen. Und das Ganze geht auch wirklich nur so schnell, weil mir der Jonas hilft, die ganzen Holzscheite heranzuschleppen. Ja, was natürlich auch gehen würde, wäre die Säge näher hinstellen, aber da klang mir das Kabel leider nicht. Da muss ich mir noch ein längeres Kabel mal kaufen bei Gelegenheit.
habe ich ja gesehen, dass die neueren Sägen mittlerweile noch so eine Abdeckung drüber haben, so ein Gitter über den Schneidraum. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob das Vorteile hat oder Nachteile, wie ist das vom Befüllen her dann? Also meine hat es jetzt noch nicht, das ist nur ein altes Modell oder ein älteres Modell. Ich habe das jetzt schon seit ein paar Jahren, die Attica-Säge. Holz rein, das sind die IBC-Körbe, wo ich immer habe. Zwei haben wir schon. Machen wir den noch voll hier, Jonas? Ja, passt. Aber du musst auf Rot drücken, glaube ich, hier, dass er geht. Irgendwie, glaube ich, da oben drücken auf Rot. Geht's? Und der Wind geht heute auch. Aber wenigstens ein warmer Wind. Es ist eigentlich ganz angenehm. Irgendwie nimmt der nicht auf. Gib mir her. Du bist auf Fotos. Halt mal die Kamera. Das ist das Problem. Die macht immer, was sie will, die Kamera. So, jetzt ist es auf Film. Ich weiß auch nicht, irgendwie rutscht die immer auf Fotos runter. So, ich hoffe, dass wenigstens da hinten gefilmt hat. Ich mache den alten noch voll, du kannst das schon den neuen tun. So, da wollte ich mir mal aus den alten Riemen von der Rundballenpresse so ein Förderband bauen. Wäre ein nettes Projekt, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, dass man es direkt in den IBC-Container schneidet. Das wäre schon ein feines Projekt gewesen einmal. Weil die Riemen habe ich ja noch. Aber wie schon gesagt, dazu kommen muss ich einmal. Ich habe noch so viele offene Projekte. Und weiter geht's. Fahren wir wieder hinter und laden es hinten ab. Hier ist meine Zwischenverteilung und um das Kabel geht's, da wo ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Um das Kabel zu orten, habe ich hier das Kabelsuchgerät angeschlossen. Einfach auf die zwei Adern drauf gegangen und eingeschalten. Hier an der Hauswand bin ich gerade und da habe ich schon mal das Kabel gefunden. Ich zeige es euch mal hier. Man hört es ja hier ganz deutlich, das ist klar. Immer wenn es aufhört, hier ist das Kabel. Hier links am Bereich, wo man es nicht hört, dann hört es auf.
und rechts am Bereich. Und um das geht's beim Suchen. Hier ist das Kabel und dann verschwindet es im Erdreich. Und wo es hingeht, das habe ich lang gesucht. Man hört es hier nur noch ganz leicht. Muss man schon gut hinhören. Hier zwischen die Mülltonnen durch, unter der Garage durch, was natürlich heißt, dass das Kabel schon lange im Erdreich ist und sehr tief vor allem. Dann geht es hier auf der anderen Seite von der Garage weiter. Und hier unten ist das erste tiefe Loch, was ich gegraben habe, im Gemüsegarten. Und hier wird das Ganze schon lauter. Also es ist definitiv da unten. Ich habe hier auch schon was gefunden, habe allerdings hier, es ist jetzt durch den ganzen Regen wieder Erde rein. Hier ist das Kabel, hier ist ein Kabelrohr zu sehen. Aus Keramik oder aus Ziegelsteine oder sowas. Ein altes Rohr. Schauen wir mal schnell, ob ich es finde, um euch das zu zeigen. Aber da ist schon so viel runter und Wasser ist jetzt auch noch drin. Also da kann ich euch jetzt nicht viel zeigen. Tut mir leid. Ja, ich habe dann hier den Gemüsegarten übersprungen. Und jetzt seht schon, hier habe ich ein Loch gegraben. Hier habe ich es nicht mehr gehört. Das grabe ich wieder zu. Aber hier, an der Stelle. Hier ist es zwar tief unten, aber hier kann ich es noch orten. Wir sind jetzt hier beim Gewächshaus hier, sage ich mal. Jetzt grabe ich mal hier auf und schaue, ob ich es hier finde. Ich habe mir hier den Stecker reingetan, weil ich es hier ungefähr geortet habe. Das wäre nämlich super, wenn das Kabel hierher gehen würde, weil ich ja hier mein Brennholz mache und hier eine Steckdose brauche. Und von der Brennholzsäge das Kabel immer quer durch den ganzen Garten legen muss bis ins Haus rein. Da wäre es natürlich vorteilhaft, wenn ich hier irgendwo einen Stromanschluss hätte, einen Starkstrom-Stromanschluss mit einer Steckdose hier irgendwo, wo ich direkt das einstecken kann. Und auf das spiele ich halt jetzt hinaus, dass ich das Kabel finde und vielleicht, dass es auch noch in einem guten Zustand ist und ich das benutzen kann. Wenn nicht, kann man es theoretisch vielleicht neu einziehen, muss ich halt alles überprüfen. Aber bevor ich jetzt hier einmal komplett ums Haus meine 100 Meter aufgrab bis hierher, will ich erst einmal, ja 100 Meter sind es nicht, aber von da, wo jetzt das ist, sind es 50 Meter oder 40 Meter bis hierher, bis zu der Stelle, die würde ich mir dann sparen, wenn ich es von hier nutzen kann. Wenn ich das Kabel anders verlege mit meinen Mitteln, die ich habe, dann komme ich auf ca. 70 oder 80 Meter. Also ich würde viel Kabellänge sparen. Und um das geht es mir auch. Oh, so. Natürlich jetzt blöd gelaufen. Ich habe nämlich angefangen, da hat es Sonne geschienen. Beziehungsweise Sonne geschienen, es war halt bewölkt. Und jetzt hat es wirklich zwei Tage durchgeregnet. Und ich bin jetzt mit dem Bagger einfach nicht mehr weggefahren. Ich habe ihn jetzt stehen lassen. Jetzt schauen wir mal. Achso, jetzt habe ich doch keinen Schlüssel dabei. Ah, schon wieder. Ich würde mir ja auch gerne ein besseres Wetter aussuchen, aber manchmal geht es halt einfach nicht.
So, schauen wir mal, ob ich hier jetzt was höre. Es ist hier unten, aber sehr, sehr tief. Grundsätzlich ist das Ortungsgerät nicht schlecht. Ich habe damit schon viel von meinem Rasenmäher-Robby diese kaputten Kabelstellen gefunden. Ein Erdkabel habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ja, ich grabe mal weiter und melde mich dann wieder. So ein anderes Wetter wäre schon schöner. So, ich bin jetzt schon ziemlich tief unten. Ihr seht die großen Wurzeln, die machen halt immer das Backern schwierig. Der kleine Backer schafft es, aber er tut sich so schwer. Ja, jetzt schaue ich mal mit dem Messgerät nach, ob ich mehr höre jetzt hat. Oder ob alles umsonst ist. Ich habe keine Ahnung. Es wird irgendwie nicht lauter. Ich habe jetzt echt gehofft, dass das Kabel hier ankommt. Entweder grabe ich an der falschen Stelle. Ich meine, vorhin, das letzte Mal habe ich gedacht, es kommt hier noch an. Da war es aber nicht mehr da. Und auf den alten Fotos, blende ich euch gerne mal ein, erkennt man hier, also wenn man sich jetzt auskennt, dass hier ein Mast war. Und zwar ein Beleuchtungsmast. Da muss früher lauter so Strommasten gewesen sein. Nicht Strommasten, so Beleuchtungsmasten, so Laternen. Jetzt weiß ich es nicht. Ärgert mich jetzt. Kann man Kopfhörer reinstecken, dann hört man es besser. Weil heute ist die Umgebungsgeräusche sind zu viel mit Wind und alles Mögliche. Ich höre es ganz deutlich, ich grabe an der richtigen Stelle. Aber noch nicht tief genug. Es kann sein, dass ich nochmal 30, 40 cm runtergraben muss. Das Problem, ich sehe nichts. Ich kann nicht einmal sehen, wie tief ich schon bin. Das Ganze läuft mit Wasser voll. Warum mache ich es denn überhaupt an so einem Tag wie heute? Na ganz einfach, ich fahre jetzt später nach München und wollte den Tag eigentlich dann nutzen, in München kurz im Baumarkt zu gehen, um mir Material zu kaufen, schon mal, um Material zu kaufen, dass ich das Ganze fix machen kann. Also, dass ich sagen kann, jetzt ist das Kabel kaputt, dann brauche ich eine Kabelmuffe zum Beispiel zum Reparieren oder zum Anschließen von einem neuen Kabel. Dann hätte ich das gleich mitgenommen. Dann hätte ich gleich vielleicht eine Stromsäule mitgenommen, Stecker und Pipapo und sowas zum Anschließen. Jetzt verzögert sich das alles. Das heißt, ich kann jetzt nichts sagen, was ich da brauche. Dann muss ich halt extra wieder nach München reinfahren. Naja. So ist es halt. Ich wollte es euch bloß erklären, warum ich das bei so einem Wetter mache, eigentlich das Ganze. Eigentlich nur, weil ich halt gedacht habe, ja, dann kannst du es halt gleich einkaufen. Ich warte jetzt ein schönes Wetter ab. Vielleicht wird es heute Nachmittag ein bisschen schöner. Vielleicht ist bis dahin auch das Wasser weg. Schauen wir mal. Wie schon gesagt, es hat die ganzen letzten zwei Tage durchgeregnet. Ja, wir sehen uns dann nochmal. Ich habe jetzt in das Loch eine Schmutzwasserpumpe reingehängt und habe das Wasser rausgetan. Die gute Nachricht, also wir haben jetzt ein paar Tage später, es hat noch geregnet und jetzt habe ich noch alles abgewartet. Heute scheint Sonne, jetzt habe ich das Ganze leer gepumpt. Die gute Nachricht, ich habe einmal jetzt kurz reingebackert, ein einziges Mal. Ich habe das Kabel gefunden. Die schlechte, ich habe es kaputt gemacht. Es ist hier. Ich habe es leider, hier ist abgerissen. Das ist nicht schlimm. Das ist das Kabel 5x25.
in einem Eisenrohr war es drin. Das Eisenrohr habe ich nach oben gebogen. Wahrscheinlich ging es noch viel weiter oder viel länger. Ja, ich habe halt hier das Kabel jetzt kaputt gemacht. Das heißt, ich muss jetzt hier das Eisenrohr zurückschneiden, weil es hier gebogen ist. Und dann kann ich hier eine Kabelmuffe draufsetzen und kann es dann verlängern. Das zeige ich aber nicht in dem Video. Das mache ich anders mal. Dann messe ich mal das Kabel durch. Der Mantel vom Kabel schaut noch gut aus. Das Loch ist jetzt so 80 cm tief. Also die haben es wirklich gut gemacht. Ganz unten verlegt. In einem Metallrohr, das heißt, es ist nicht angegriffen worden, das Kabel. Der Mantel ist noch unbeschädigt. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Aber ich halte euch da einfach mal auf dem Laufenden in einem der nächsten Videos. Ich muss da Material jetzt erstmal kaufen und Muffe setzen und die dann vergießen und mir dann Gedanken machen. Vielleicht mache ich mal hier irgendwo eine Stromsäule hin oder weiter da hinten noch. Aber ich glaube, hier irgendwo im Eck, das passt dann schon. Ja. So viel dazu, Kabel gefunden, Messgerät war an der richtigen Stelle, ihr seht es. Das ging jetzt genau hier unten entlang, genau da, wo ich gemessen habe. Ja, hier ist der Knicks und hier ist das Kabel. Also hier seht ihr es. Genau, und das ist das Metallrohr. Schaut aus wie eine Wurzel. Ich habe alles gemeint, eine Wurzel ist es, deswegen habe ich hingerissen. Ja, gut. Ne, eigentlich genau das, was ich wollte. Ich wollte hier rausgehen. Ich wollte ja nicht nur weitergehen. Ja, da läuft schon wieder Wasser nach überall. Also wir haben hier wirklich so viel Wasser drin im Boden. Da wenn ich jetzt hier ein... Das habe ich beim Hauswasserwerk schon gesehen. Da tropft es überall von der Wand. Alles nass. Ich brauche hier bloß ein Lochgraben wahrscheinlich und ich könnte dann Teichen machen hier. Ohne Folie, ohne irgendwas bei mir. So viel Wasser ist da im Boden bei mir drin. Wäre natürlich auch ein Projekt, ein echtes Projekt. Die Sommer werden immer wärmer. Wir haben immer weniger Wasser, Hauswasserwerk weniger. Vielleicht grabe ich mir mal noch einen Teich oder ein Biotop. Wäre doch einmal was. Ich habe das Rohr jetzt abgeschnitten mit dem hier, mit dem Rohrschneider. Und der Mantel ist wirklich komplett super unbeschädigt. Jetzt sind es nur 4 Adern, die ich sehe. Jetzt muss ich mal schauen, wo die 5. ist. Ah ja. Mache ich mal schnell. Es ist das Blöde, warum ich es nämlich nicht zeige, da unten im Loch. Ich muss immer irgendwie Kamera halten und geht halt einfach nicht. Ich zeige es euch gleich. Hier, das ist ein Kabel, nichts beschädigt, nichts porös. Das ist noch hier, ich kann es noch lang ziehen, auch dieser Schutz hier. Also das Kabel ist noch in Top-Zustand. Bis auf das, dass jetzt... Mei, mit einer Hand, weil es immer nicht geht. Übrigens, das wird auch der Grund gewesen sein, warum ich so schlecht orten kann, wenn das natürlich in einem Metallrohr ist. Vorne habe ich irgendwas anders gesehen, kein Metallrohr, da habe ich gemeint, das ist irgendeine Keramik, vielleicht aber noch drüber oder sonst was. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, alles da. Da fehlt sie nichts. Cool. Super. Das schaut jetzt echt so aus, als wäre es alles unbeschädigt. Also durchmessen tue ich es jetzt nicht. Da muss ich mir erst ein ISO-Messgerät ausleihen. Da habe ich keins da. Die sind nämlich teuer. Die alten Fotos haben mir gezeigt, was hier früher war. Und das Messgerät hat mir geholfen, das zu orten. Ich verlinke es euch mal unten, falls jemand auch solche Probleme hat. Ich kann es empfehlen. Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.